machen wir einen Prototypbau. Ja, den haben wir ausgedruckt in 3D-Verfahren. Habt ihr vorhin schon gesehen, wie das ungefähr funktioniert. Unsere Drucker, die wir haben, sind leider nur 50 x 50. Das heißt, wir können quasi nur 50 cm breite oder große Teile bauen. Ne? Deswegen müssen wir zum Beispiel größere Teile teilen. Ne? So, du kannst ruhig da bleiben. Ne? So. Gucken, wie das passt. Check, warte, das ist rutschig. Bereite ich mir ein Stückchen vor. Das Material, was wir dem Hexpoler drucken, ist PLA, das ist so ein Kunststoff. Im Prinzip könnte man das auch am Auto einbauen. Ja? Ist wirklich sehr leicht, wiegt überhaupt nichts. Also hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Vorteile. So. Das ist ein Unterfeld. Das ist der Teil. Und sehr robust. Ja, so. Check. Ne? Dann kommt das Teil. So, Patsch. Und dann kommt es. So, gucken, wie es perfekt passt. Also zum Beispiel dieser Heckflügel ist aus 4 Teilen. Ich mache lieber eins mehr hier. Ne? Es gibt kleine, große Heckflügel. Aber der hier besteht aus 4 Teilen. 1, 2, 3 und 4. Hier war schon die Wölbung. Ne? Jetzt, was machen wir jetzt damit? Wir verkleben das, so ein Spezialkleber, dass das quasi ein Stück ist. Dann machen wir so eine Feinschicht, wie so ein Glasfaserspachtel ist das. Ja? Machen wir drauf. Und wenn der dann quasi verbunden als ein Stück ist, machen wir daraus Werkzeuge, also die Form, woraus wir nachher produzieren am Ende. Was sagst du? Sieht gut aus. Sieht geil aus. Also wie gesagt, wir haben verschiedene Verfahren. Einmal könnten wir einen Hexpoler in CNC fräsen. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir machen das in 3D. Ist ein bisschen aufwendiger, weil man das verkleben muss und so weiter. Ja? Ist natürlich ein bisschen aufwendiger als CNC. CNC hat man ein Werkzeug fertig. Aber wir fahren zweigleisig. Ne? Und dass wir in 3D-Druck und in Fräsverfahren arbeiten. So sieht es aus, damit wir schneller sind. Ja, weil die Fräsereien nicht nachkommen. Und wir haben noch keine eigene Fräsmaschine, aber kommt jetzt. So, auf jeden Fall. Hier haben wir schon alles verspachtelt. Das war in 4 verschiedenen Teilen. Ja, also wir haben das so wirklich in 3D gedruckt, wie ihr vorhin gesehen habt. Jetzt schauen wir mal, wie das alles passt. Klack. Den perfekten Punkt muss man finden. Ne? Richtig. So, zack. Jetzt ist der perfekt. Warte, mal gucken hier. Also, so, guck mal. Guck mal. Schön spalt was. Ganz klein. Ne? Und im Prinzip. So, jetzt haben wir das Kontrollcheck gemacht. Ja? So bauen wir das Werkzeug jetzt, also die Form, woraus wir dann produzieren. Ne? Guck mal, was sagt ihr? Olli, zu groß, zu klein? Das ist perfekt so, oder? Oder nicht? Oder? Welche Farbe sollen wir denn dann machen? Farbe? Ja, nur die Lippe? Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie. Ich mache noch passende Fingernägel. Dann lieber Schwarz-Hochglanz, oder nicht? So weiß ich nicht. Weißt du was? Ich weiß nicht. Also Schwarz-Hochglanz. Ja, jetzt haben wir jetzt auch die Details an den Rücklöchern. Die Felgen sind ja auch Schwarz-Hochglanz. Die Seitenspiegel. Jo. Nein. Das, was wir machen, ich wollte diese Folie, das Silberne, wieder abmachen, weil es mir nicht gefällt. Das, die Farbe lila, also lila ist gut, nur das Silberne, ich mag keine silbernen Autos. Ich mag die überhaupt nicht. Ne? Deswegen muss das ab. Eigentlich in der Sonne ist das Auto so ein bisschen mit Goldschimmer. Kann man sehen überhaupt auf Kamera? Guck mal. Das ist so Champagner Gold, ja. Vielleicht von der Seite, ja. Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen, ja. Kann man sehen, genau. Mhm. Aber das Problem ist, wenn wir das Licht hier ausmachen oder wenn die Sonne nicht da ist, dann wird das Auto Silber. Ich hasse Silber. Ich mag überhaupt keine silberne Auto, wirklich nicht. Ich finde es schön, wenn die jemand hat, aber ich mag keine. Also ich persönlich mag gar keine silberne Autos. Danke.
Achso, der Olli fährt einen silbernen Dreier. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange, weil wir machen nichts zeigen. Ja, machen wir so ein Carbon mit Ollis Daten-Dreier BMW. Typisch Klischee. Prolo, ja. Ellbogen. Zurück zum Rolls-Royce. Ne? Sieht gut aus. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ne? Dass er hier eine kleine Stufe hat, guck mal von hinten. Ne? Eine kleine Stufe und hier ist eine kleine Stufe. Ne? Mhm. Sag mal, diese typische AMG-Spoiler, ja, diese Abrisskanten oder Lippen, wie man das nennt, ja, die sind einfach gerade. Und uns ist schön, hier so mit so einem Hügel. Ja. Schön, guck mal. Finde ich so ein bisschen was anderes. Ne? Hier, ja, kann man sehen, das Olli? Hm? Das ist eine, auch eine Wölbung. Das wird man nach dem Lackieren sehen, aber erst. Ja, jetzt sieht man das nicht. Nicht so gut. Nicht so gut, aber wir brauchen für die Form jetzt ungefähr vier Arbeitstage brauchen wir, um so ein Werkzeug zu machen für die für so einen Heckklappenspoiler. Also insgesamt vom mit Scannen, mit Formbau, Modellbau, Formbau, 3D-Druck, braucht so ein Ding, ich schätze mal so 7 bis 8 Tage. Komplett, ne? Also mit allem drum und dran. Ja, also deswegen, aber das sitzt nicht gerade, Olli. Gefällt mir, ne? So. Jetzt sitzt es gerade. Tico Taco heißt das. So, auf jeden Fall, das fertige Auto zeigen wir ungefähr in 4 bis 5 Wochen, ja? Weil wir machen nicht nur so kleine Dinger, sondern da will jemand rein, aber irgendwie, keine Ahnung, traut sich niemand. Lass uns schnell durch, kein Problem. Renn, go. Jetzt haben wir hier die Mitarbeiter gescheucht. Nein, weil wir machen nicht nur so Kleinigkeiten, sondern wir machen auch komplette Stoßstangen, Seitenschweller, Motorhaube werden wir machen, komplette Kotflügel. Ja, die Prototypen habe ich erstmal alle so gemacht. Ja, die werden wir in GFK machen, die ersten. Und danach, wenn das Auto schön, vielleicht meine Wunschfarbe, schwarz matt, schwarz glänzend, schwarz matt, glaube ich, wird das kommen, hat, dann mache ich das alles in Carbon. Ja. Weil das Problem ist, das Auto hat ja nichts aus Carbon von außen. Deswegen passt das nicht, wenn wir nur zwei Sachen aus Carbon machen, das wird nicht schön aussehen. Ja. Da muss schon ein bisschen was mehr kommen. Deswegen, ja. Wenn wir das umbauen, oder sollen wir was zeigen auf dem Computer, wie wir in Photoshop arbeiten, Olli? Können wir auch eigentlich kurz zeigen, oder? Ne? Dann ja. Zeigen wir euch, wie wir arbeiten. Ja, das machen wir jetzt. Komm nach oben.